Hallo und willkommen zurück zu Frozen Flame. Wieder mit der Hildegard. Hallöchen. Schön, wie sie klatscht. Schön. So, wir sind auch schon zurückgekehrt, um die restlichen zwei Masken zu platzieren, oder? Machen wir das? Ja. Oh, darf ich die andere? Ja. Du musst deine bereit? Eh noch platzieren, ne? Also du kannst sie auch platzieren, weil sonst hast du sie, glaube ich, weiter im Rucksack. Muss mal probieren. Ach so. Ah ja, stimmt. Ja. Ah, oh, das Stargate hat sich geöffnet. Ja, ich habe auch zwischen den Folgen uns mal das Rezept für die Fackeln geholt und uns, mir und der Hildegard natürlich auch eine Fackel gemacht, damit wir die schon mal parat haben für die fiesen Ranken. Und was ich noch gemacht habe, ich habe ein bisschen umgeskillt. Ich bin jetzt auf Bogen gegangen und habe unter anderem eine Spezialfertigkeit bekommen, wo ich einen Kreis machen kann. Das zeige ich euch gleich, wenn wir mal in einer Kampfsituation geraten. Wo man reinstehen kann und jeder Pilger, der heilt, ne? Jeder Pilger, also auch du, Hildegard. Yay! So, was ist denn das da? Aktivieren. Aktivieren wir das? Aktivieren, ja. Du okay, oder ich? Ich weiß nicht. Mach du mal. Mach du. Ich glaube, du musst das auch aktivieren, oder? Oh, ja. Oh. Was ist das hier? Sieht eine, kalt aus. Steht was? Sind wir auf einer der fliegenden Inseln? Nee. Ah, doch, wahrscheinlich, oder? Aber guck mal, das ist so ein Tower, ne? Aber wo sind die anderen Inseln? Gute Frage, nächste Frage. Okay, interessant. Oh, guck mal, da steht einer. Mhm. Zwei. Einen habe ich getroffen. Jetzt hast du ihn böse gemacht. Oh, er kommt her. Ah, aber er kommt allein. Das ist ja nicht schlecht. Oh. Habe ich mich schön in den Weg gestellt, um dich zu schützen. Da kommt der Nächste. Oh. Die Nächsten. Was? Verdammte Ausdauer. Oh, wow. Der hat mit 54 reingehauen, ne? Was? Okay, gehen wir mal rein in die Höhle. Eiselementar. Ja? 1000 Lebenspunkte. Okay. Oh, im Ernst jetzt? Ist es... Das Ding lebt ja. Ach Gott, ach Gott. Oh. Oh, dodgen ist angesagt. Ich mach 10 Schaden teilweise. Oh, sein Dings haut aber rein. Oh. Ah, da spawnen ja auch Gegner nach Schaden. Mit 8 Schaden, das ist aber auch nichts. Könnte eine längere Geschichte werden. Oh, wieso rennen denn hier so viele Penner rum? Immer mal dran, zwischendrin zu essen, ne? Ja. Ach cool, dieser Strahl macht aber auch die kleinen Schaden, kriegen auch Schaden. Ah, okay. Oh, toll. Jetzt habe ich meine Aufladung daneben gehauen. Aber das Praktische ist, dass ich schön hinter ihm hergehen kann. Und ihm versuchen kann, die steinerne Achillessehne zu durchtrennen. Okay.
Kopftreffer machen im kritischen Schaden bis zu 54, ey. Nicht schlecht. Ah, wenn man nicht trifft, auch nur 8, aber... Das Blöde ist, durch sein Gelaufe rennt er mir immer weg, wenn ich aufgeladen bin. Das ist sehr schade. Oh, wenn die einen treffen, verlangsamen die einen voll, ne? Mhm. Mach mit meinem blöden Steinschwert selbst aufgeladen nur 20 Schaden. Hä? Hast du ihn umgebracht? Oh, cool. Ja. Ich hab die ganze Zeit auf die Kleinen geballert, irgendwie, um die dir ein bisschen vom Hals zu halten. Das hast du gut gemacht und vor allen Dingen hast du den Großen gut gepult die ganze Zeit. Bin immer schön hinter ihm hergelaufen. Ja, das ist für einen Bogenschützen natürlich suboptimal. Aber gut, geschafft ist geschafft, würde ich sagen. Und eine Menge Kohle liegt hier rum, ne? Mhm. Naja, eine Menge. Eins. So, was hat denn der Freund gehabt? Eine Eisrune hat er. Okay. Hast du sie auch gekriegt? Ja. Ja, habe ich auch. Da hinten ist ja jemand. Oh, stimmt. Aber hast du schon gemerkt? Die sieht doof aus. Komm, wir gehen wieder. Hast du schon gemerkt? Was? Dodgen kostet weniger Ausdauer, ne? Habe ich das gemerkt? Ich bin mir nicht sicher. Und du musst mal rennen und dabei schlagen. Ja. Ach, das hast du auch noch nicht gewusst, oder? Doch, das... Echt? Kannte ich schon, ja. Und mit unterschiedlichen Waffen macht er unterschiedliche Moves. Okay. Ich muss mal kurz gucken, was macht er denn mit dem Bogen? Ich komme sofort. Mal kurz testen hier. Ah, da macht er irgendwie nichts. Nee. Na gut. So, wen haben wir denn da? Ach, ist das nicht die... Ist das nicht die vom Anfang? Diese Zauberin, die uns das durch das Portal geschickt hat, oder? Ach, keine Ahnung. Die hat so ein Allerweltsgesicht. Ja, ja, ist sie. Mitra, die Hüterin. Ich bin frei. Jetzt müssen wir zum Heiligturm... Nee, zum Heiligtum aufbrechen. Wurde gerade davon teleportiert. Heiligtum des Kronos. Warte mal, wo sind wir denn auf der Map? Oh. Mach mal Map. Aha. Da muss man ganz schön weit rauszoomen. Ah ja, interessant. Ist irgendwie ein okay. Anderer Abschnitt oder so, gell? Komisch. Cool. Ja gut, also... Du hast schon gesehen, dass wenn man runterscrollt, dass da der Rest von der Map ist? Ja. Okay. Oh cool, guck mal, da steht auch ein Haus und so. Reden wir mal mit ihm? Willst du mal mit ihm reden? Mhm. Finde mein verlorenes kleines Wildschwein. Ha, überrascht, Jungtier. So ist es recht, gleich mit der Tür ins Haus. Ich dachte, wir hätten bereits den Punkt in unserer Beziehung erreicht, an dem wir auf die Höflichkeiten verzichten können. Mein Wildschwein ist etwas Besonderes, gut aussehend, wild und gesprächig. Die Ratte versteckt sich irgendwo im gebrochenen Tal. Was ist es denn jetzt, eine Ratte oder ein Wildschwein? Pass aber auf deine Hände auf, das Wildschwein knabbert gern an Mittelfingern und Ringfingern. Ein Biss kann dich zur Krabbe machen, hehe. Er ist ein richtiger Spaßvogel, ne? Ein Knochenkopf halt. Oh, da ist auch so eine Tafel. Oh, Pilze. Was? Wir brauchen immer Pilze. Hast du schon mit ihr gesprochen? Nee. Nein. Dann spreche ich mal mit ihr, mal gucken, was sie zu erzählen hat. Seid gegrüßt, Pilger. Das Schicksal hat uns wieder zusammengeführt. Es freut mich zu hören, dass es dir gelungen ist, der Wiege der Hüter zu entkommen und das Heiligtum zu erreichen. Kehre hierher zurück, nachdem du mit Kronos gesprochen hast. In Ordnung? Wir haben eine Menge zu besprechen. Ah ja. Wer oder was ist Kronos?
Ist der Knochen? Habe ich mich gerade auch gefragt. Kann sein. Warte mal. Nee, das ist Knochenkopf. Hier liegt auch noch so eine Tafel hinter ihr. Die würde ich auch mal vorlesen. Gerne. Mein Bruder und ich sind wieder einmal aus der Geisterwelt in die Welt der Menschen geflohen. Wie oft ist das schon passiert? Ich habe aufgehört zu zählen. Ein Dämon war eine große Hilfe. Er kennt die magischen Labyrinthe hier sehr gut. Er hält sich für den Herrn des Astrals, was natürlich nicht stimmt, aber das ist mir egal. Mein Bruder und ich erklären die Jagdsaison auf die Monster wieder für eröffnet. Die missratenen Söhne sind wieder am Werk. Alle Monster von Arcana sollten vor Angst zittern. S und D.W. Okay, ja, die Saison ist eröffnet, finde ich gut. Kronos, guck mal, wir haben auch eine Quest gekriegt. Finde das sprechende Wildschwein im gebrochenen Tal. Hier kann man übrigens aktivieren, hier. Mache ich jetzt mal nicht. Hey, ist ja ein cooler Ort hier. Oh, ist das ein Drache? Mit dem kann man auch sprechen. Und ja, ich glaube ja. Okay, okay. Naja, wir können ja einmal rundherum gehen. Mal gucken, was es hier noch so gibt. Naja, das kann man auch aktivieren. Ach du Schande. Jetzt wird's kompliziert, ne? Das kann man auch aktivieren. Guck mal, da ist nochmal so eine Tafel, die würde ich vorlesen. Aufzeichnung eines gelehrten Pilgers. Hephaistos und Knochenkopf, die beiden verbergen etwas. Sie sind durch ein gemeinsames Geheimnis verbunden. Ich wette, sie waren zusammen im Gefängnis des Gesichtslosen. Ich meine natürlich nicht den Ort außerhalb von Zeit und Raum im Astral. Ich meine ein ganz reales existierendes Gefängnis. Soweit ich weiß, wusste Knochenkopf vom Verrat des Gesichtslosen im Voraus und wollte Mitra warnen. Aber die Schrift auf der Tafel bricht hier ab. Oha. Auch noch Verschwörung hier, da. Cool. Aber ich find's ja cool, dass das auch richtig Storyline hat. Nice. Ja, so langsam fügt sich das zusammen, ne? Also ich hätte auch gar nicht gedacht, dass wir hier so viele Absprungpunkte gleich finden würden. Echt faszinierend. Das sieht ja cool aus hier. Auch das kann man aktivieren. Noch eine Tafel. Noch eine Tafel. Aufzeichnung eines Pilgers. Nachdem ich nach dem Gefängnis des Gesichtslosen wiedergeboren wurde, weiß ich immer noch nicht, wer ich war. Was war mein wahrer Charakter? Was waren meine Ambitionen? Wovon träumte ich und was war ich bereit zu tun, um diese Träume zu verwirklichen? Götter, so viele Fragen und keine einzige Antwort. Ich bin wieder ein Mensch, ein Pilger, aber die Zukunft und die Vergangenheit sind in Dunkelheit gehüllt. Vielleicht kann Mitra mich erleuchten. Tja, vielleicht. Vielleicht auch nicht, ne? Was gibt's da? Coming soon. Oh. Update 2 kommt hierher. Oh, cool. Also damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, dass es hier noch so einen Ort gibt. Ja, also das scheint echt groß zu sein. Reden wir mal mit dem Drachen? Ja, du redest mit ihm. So, dann schauen wir mal. Ach, das ist Kronos. Ich freue mich, dich willkommen zu heißen, Sandling. Was? Sandling? Sind wir ein Sandling? Okay. Scheinbar. Nimm mein Geschenk als Belohnung, den ersten Portalkern. Damit kannst du auf Arcana reisen. Mit dem Portalkern kannst du die Inseln des gebrochenen Tals bereisen. Mitra wird dir helfen. Finde auf den Inseln des gebrochenen Tals die Altäre. Töte die Monster und du wirst einen Portalkern finden. Oh ja, sehr gesprächig ist er nicht. Hast du auch einen gekriegt? Willst du auch mal mit ihm reden? Warte, ja. Moment. Ja. Guck mal. Was denn? Ja, guck mal. Ach nein, so, weil du dich am Feuer wärmst. Meine Figur sollst du angucken. Ja, weil du dich am Feuer wärmst. Habe ich gerade gesehen, ja. Ja, nein. Hä? Siehst du das nicht? Ich hab einen Rucksack. Ja, ich auch. Ach so. Findest du das nicht merkwürdig? Es ist halt ein ziemlich großer Portalkern.
Okay, warte mal, was steht denn da? Dieser Kern ermöglicht dir den Zugang zu unerforschten Arcana-Ländern. Gib ihn Mitra im Heiligtum, um neue Geheimnisse zu entdecken. Na dann, wo ist sie denn da drüben? Aber trotz Stein auf dem Rücken kannst du rennen wie die Hölle, ne? Ist ja auch ein Zauberstein. Ah, willst du mit ihr reden, soll ich? Ich mach. Ich wusste, dass wir uns wiedersehen würden, Pilger. Du hast es bereits geschafft, mit dem heiligen Drachen des Ordens zu sprechen. Jetzt gib mir bitte den Portalkern. Vielen Dank. Wir sind dabei, einen Weg ins gebrochene Tal für dich zu öffnen. Dank der Kerne können wir hier im Heiligtum Portale zu vergessenen Winkeln von Arcana aktivieren. Geh durch das Portal und du landest im gebrochenen Tal. Portal, Tal, 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 Tal. Sind wir da durch hier? So, ich gebe ja auch mal das Ding. Wieso ist denn jetzt meine Aufgabe weg? Ja, du hast eine andere gekriegt, wahrscheinlich die jetzt Vorrang hat, ne? Wahrscheinlich. Na gut. Dann soll ich vorgehen? Sofort. Ist ja cool. Man kriegt nämlich auch eine neue Fähigkeit, ne? Einen neuen Emote. Emotion. Guck mal, den kennen wir doch. Der verfolgt uns, oder? Mhm. Oh, guck mal. Was ist denn das hier für ein Vogel? Na, dann rede ich mal mit ihm, ne? Oh. Ha! Ein vertrautes Gesicht. Ich schätze, du hast es geschafft, aus der Wiege zu entkommen. Wir haben einen Topf gekriegt, auf jeden Fall. Sieh dich auf den schwebenden Inseln um. Sie sind nicht mehr durch die Barriere der Wiege geschützt. Wenn du nur wüsstest, welche Fröste und Schneestürme der Gesichtslose von seiner Zitadelle aus hierher entsendet. Ich fürchte, zu Fuß kommst du nicht weit. Es wird Zeit, dass der kleine Vogel seine Schwingen ausbreitet. Ich kann dir helfen, aber erst musst du mir helfen. Schon wieder. Ha! Diese Gegenden sind reich an Eisen, aber der Abbau mit einer Spitzhacke ist eine einzige Tortur. Dafür könnte ich eine Knochenspitzhacke brauchen. Du musst mir eine machen. Aber so einfach ist es nicht. Also hör gut zu und merke dir, zuerst musst du den Tisch für die Herstellung aufstellen, dann das Sägewerk daran bauen. Verwende das Sägewerk wie vorgesehen, um Baumstämme zu Brettern zu sägen. Ohne Bretter kann man keine Steinwerkbank bauen. Fertige an der Werkbank eine Spitzhacke an. Dafür brauchst du Knabbererhaut. Diese zahnbewehrten Reptilien findet man auf einer Nachbarinsel. Du kannst dir sicher denken, wie man dorthin kommt. Außerdem brauchst du Eisenerz für den Bau. Ich denke, ich werde etwas davon mit dir teilen, aber nur dieses eine Mal. Wenn du es verlierst, musst du es mir abkaufen. Und jetzt an die Arbeit. Du wirst nirgendwo hinfliegen, wenn du keine Knochenspitzhacke herstellst. Ist ja ein frecher Typ, ne? Ich finde auch, der ist ganz schön herrschsüchtig, oder? Aber guck mal, hier gibt es voll viele fliegende Inseln. Wie geil ist das? Und da unten gibt es auf jeden Fall noch so einen Stein, wo man eine Rune kriegt. Ja, das heißt, wir müssen ihm erst eine Knochenspitzhacke herbringen, hm? Ja. Na, dann teleportieren wir uns mal zurück, oder? Wir können auch noch da runtergehen. Vielleicht gibt es ja hier einen Knabberer. Ja, wir können gucken. Verarscht. Och, der ist so zappelig, Mensch. Oh, sag mal. Hier fliegen die Pfeile an mir vorbei. Vergesse immer, dass man auch blocken kann. Ach, ich glaube, das ist gar nicht mal so unwichtig, ne? Ja. Ich meine, bei diesen. Oh, ich habe Knochen gekriegt.
Ich glaube, ich auch. Ah, die braucht man natürlich für die Knochenspitzhacke, ne? Guter Punkt, guter Punkt. Hast du welche gekriegt, oder? Ja. Ja, guck mal, da ist so ein Wirbel oder sowas. Ey, hier gibt's ja Zeug. Komm, lass uns mal eben schnell die Masken abgeben. Und zack, sind sie eben nirgendwo gelandet. Hey, geil. Stimmt, das ist ja... Wir wollten ja auch noch in diese Gruft, ne? Ja. Aber ja, eins nach dem anderen. So, oh, hier gibt es irgendeinen besonderen Stein zum Abbauen. Vielleicht Eisen? Bist du runtergegangen? Ja. Tja. Meine Steinspitzhacke ist kaputt. Ich nehme an, man kann das mit der nicht abbauen. Also lass es lieber. Hä, wieso treffe ich die nicht? Hä, ist der unsterblich oder was mit dem nicht in Ordnung? Bist du jetzt hin? Dafür, dass du mir runtergekommen? Ich glaube, du bist woanders hin. Oh Gott, da das ist ja hin. Übel. Wenn man keine Schwertskills hat, ist das, Oh, ich habe Leder gekriegt. Große Wildschweinhaut. Ah, dann können wir nämlich auch die Lederklamotten reparieren. Das war dann ein Knabberer wahrscheinlich, oder? Ja, nee, das war ein Wildschwein. Deswegen ja auch große Wildschweinhaut. Ach so. Schade. Schade. Und was hast du gekriegt? Auch Wildschweinhaut? Nee, Fleisch. Ah, Fleisch. Ja, Fleisch war bei mir auch dabei. Oh, guck mal, hier ist Eisen, ne? Das meintest du? Ja, das konnte ich nicht abbauen. Oh, da geht die Steinspitzhacke aber schnell kaputt, ne? Mhm. Guck mal. Da gibt's eine Höhle, ne? Ja. Oh, hallo. Oh, mit Schild sogar. Ja, guck. Oh, der heilt sich. Ja, stimmt. Mit dem Feuer ist gemein. Den macht zuerst platt. Genau. Oh nein, ich sterb gleich. Nein, 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 nein. Oh. Bist du gestorben? Ja. Och nee, oder? Ich hab nicht aufgepasst. Ich hab nicht aufgepasst. Na toll, wie soll ich denn dich jetzt retten? Warte mal. Ich muss mal kurz was mampfen. Ich kann dich auch gar nicht wiederbeleben. Ah ja, okay. Ah, ich bin aber jetzt bei Hornkopf gestartet. Ah ja. Ah, die Jungs sind ja schon nicht so ohne, oder? Mhm. Vor allen Dingen auf dem engen Raum mit dem Feuer ist echt fies. Willst du es nochmal probieren, oder? Ja, ich bin gerade unterwegs zu dir. Gut, dass ich zwei Bögen dabei habe. Braucht man hier scheinbar. Tja, ist jetzt die Frage, wie wir es machen, ne? Weil sobald man hier eine gewisse Range verlässt, heilen die sich. Mhm. Also ich würde zuerst versuchen, die Feuerfuzzis platt zu machen. Jeweils mit Schwert, oder? Ja.
Also okay, ich schieße jetzt einmal auf die und dann... So, der eine ist tot. Ja. Na toll. Viel einstecken, das ist ja total. Stimmt, ey. Der steckt echt ein, der Junge. Na toll. Hab's echt geschafft, um ihn rumzuschlagen. Ich mache auch immer nur 3 Schaden, ey. Wie mühsam. Hey, mega. Oh. Hat die Hilde gut gemacht. Er macht einen ganz schön langen Stopp, oder? Mhm. Ich weiß gar nicht, was ist denn das für ein Dopp? Sieht man das? Giftigen Dämpfen, okay. Vergiftete Luft. Ach, das ist der Ort hier, wegen der Kiste da, glaube ich. So. 62 Münzen. Ich habe 69 gekriegt. Ohne Worte. Jetzt? Ohne Worte. Aber wir sind schon wieder am Folgenende angelangt. Der Wahnsinn. Dann würde ich sagen, wir machen mal fix einen Folgenwechsel. Was meinst du? Wir sind uns einig. Ja, liebe Zuschauer, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und ja, wir dürfen euch wieder in der nächsten Folge begrüßen. Wir freuen uns auf jeden Fall. Bis dahin, ja, bleibt uns gesund. Genießt die Zeit. Bis gleich. Ciao.